Vier? Ein, zwei Jahre Nee. bestimmt. Ja, 2 Jahre. Ich glaube, 14 ist rausgekommen. Ich habe eine Capture Card, also ich habe eine Elgato hier liegen, also. Genau, und dann nächtelang zocken. Habe ich früher tatsächlich gemacht. Ich hab tatsächlich auf Xbox sehr gerne Assassin's Creed gezockt, weil ich fand, obwohl ich jetzt sagen muss, ich würde jetzt wahrscheinlich eher sogar auf PC zocken, aber früher, da muss ich sagen, ich habe die Xbox auch gehabt, weil ich konnte dann im Bett liegen und zocken. Das ist beim PC halt nicht so einfach. Kann man zwar auch, aber das ist hier ein bisschen schwierig, weil Schlafzimmer woanders ist. Aber ich fand das immer cool, dann einfach im Bett zu liegen, eine Runde zu zocken noch abends oder nachts. Fand ich immer gut. Das war auch mit einer der Gründe fand ich, für eine Konsole, dass du wirklich dann ungebunden zocken konntest. Ja. Gerade dann, wo dann die Wireless-Controller waren, gab und so weiter alles. So. Hast du Enderperlen aber schon immer noch nicht genug, ne? Wir haben immer nur noch eine, nachdem du eine Geh jetzt benutzt auch mal hast. in den Dungeon so. Erst will ich eine Hose haben. So, zum Abschluss nochmal gucken, ob wir die Enderman-Dingens finden. Okay, dann komme ich wieder mit. Zu zweit stirbt sich's doch am besten. Ja, genau, so ist es. So, mal kurz eine neue Eisenhose bauen. So. Achso, man sollte sich vielleicht auch anstatt die Slime-Boots mal andere Schuhe anziehen, dann hat man auch mehr Rüstung. Weil die braucht Boah. man nicht im Dungeon unbedingt. Eigentlich mit dem Entschuldigen gar nicht mehr. Genau. So, dann porte ich mich doch mal dahin. Dungeon. Ja. Ja, toll, welcher war das jetzt? Eins oder zwei? Test. Ich glaube eins. War der das? Hier liegen auf jeden Fall Sachen. Ich bin. Das müsste der sein. Das war, glaube ich, da, wo wir die Skelette da. Ist der das? Ich glaube ja, ne? Ja, doch, hier ist ein Todespunkt von Ja, da mir. bin ich, glaube ich, gerade gestorben. Hier ist auch ein Todespunkt von mir. Ja, gut. War das die Etage? Nee, das war, glaube ich, eine tiefer, oder? Nee, das ist die vorletzte. Stimmt. Hey, oh, schon wieder. Silberfisch. Ich habe einen Pilz gefunden. Filberstische. Oh, Diamond Leggings. Jetzt ziehen wir doch mal an. Auch wenn die fast kaputt sind. Hab ich einen Chest-Transporter? Ja. Unten ist ein Link. Einfach auf den Button drücken. Skelette, ich gehe mal wieder zurück. Hilfe. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall sollten wir Tinkers updaten, dass wir die Bögen und Ja, Armbrust haben. klar. Ich sage, das können wir mal im Laufe der Woche oder am Wochenende mal machen, dass wir ein paar Mods. Ah, hier ist er. Ja. Ja. Blind und so. Ich habe dich nicht angeguckt. Habe ich wohl. Ha! Ein Stück. Krall mir den mal. So, hab. Oh, ich so wenig Schaden, muss ich verarschen. Er legt sich direkt mit 2 an. Klar. Schlage ich hier irgendwie gegen die Wand oder so? Also jetzt. Ich weiß es nicht. Hallo. Hattest du nicht ein Rapier? Ja, das ist doch kaputt. Wir hatten noch kein Mignolin. Ach so. Oh, eine habe ich. Hey. Also den Dingens hasse. Den Dingens. Spawner. Den Spawner habe ich. Dann können wir eigentlich wieder zurück. Ah, ich Genau. habe übrigens einen Portpunkt zu Hause. Sehr, sehr gut. Immerhin. Ich habe schon gedacht, jetzt habe ich keinen Portpunkt.
Da hätte ich jetzt auch mitgerechnet eigentlich. Weil ich kenne mich. Familienplanung bei mir. Ja und nein. Das ist eine Aussage. Ja und nein. Wenn die Familie nur aus meiner Frau, mir und unserem Hund besteht, ja. Ein Kind wollen und können wir uns nicht anschaffen, um es mal so auszudrücken. Ach ja, wir haben einen Mobgrinder hier von Draconic. Ja. Der ist nicht schlecht. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und kein Problem. Wie gesagt, einfach YouTube zwischendurch gucken. Wenn ich streame, kommt ein Ankündigungsvideo. Der Grinder, wie weit ging? Haben wir Bells drauf? Jo, sehr schön. Conveyor Bells haben wir auch. Da brauchen wir Rubber für. Wolltest du mir denn einen Antrag machen? Da hat aber meine Frau was dagegen. Die wollte einen Antrag machen? Aha. So verstehe ich das. Auf die Knie und ab mit dem Ring. Habe ich bei meiner Frau auch nicht gemacht, hab sie nur gefragt. Ich bin tatsächlich auf die Knie gegangen. Nee, ich nicht. Halt bei uns war es eigentlich im Prinzip sicher, weil halt meine Frau schwanger war. Deswegen haben wir das sowieso so gesagt, dass wir heiraten. Weil wir wollten nicht, dass unser Sohn geboren wird, wenn wir nicht verheiratet sind. Familie ja, und so. Ja. Ich habe eine Internetseite von Unity Media und zwar eine. Ja, die 100.000 von denen. Ich weiß nicht, weil die hat 100 Mbit Download und ich glaube 6 Mbit Upload. Ich weiß es jetzt gar nicht. Altmodisch wäre gewesen. Keule über den Kopf und fertig. Ab in die Höhle. Das ist altmodisch. Nee, das wäre antik. Ja. Ach, antik heißt das, alles klar. Weißt du, mittelalterlich? In Handschellen und Mitschleifen? Oder was hat Mittelalter gemacht? Komm her, Vibe. Ich weiß nicht, haben sie die Kerle sich unten an den Balkon gestellt und irgendwas gesungen? Ey, jetzt machst du mir aber Angst, ey. Das könnte so eher Renaissance gewesen sein. Glaube ich. Nee, das war Mittelalter. Die Mindestsänger war Mittelalter. Hat das funktioniert? Ich weiß nicht. Ich sag's mal so, wenn, wird's uns wahrscheinlich gar nicht geben. Wird dann mit dem Menschen ausgestorben. Man könnte ja Onkel Wikipedia fragen, der weiß bestimmt Rat. Auf die Streckbank, ja. Schlüssel und auf das Schloss, stimmt. Hier mit den Kreuzschatzgehören. Ja, das ist auch noch die Zeit, ja. In der Höhle ist Steinzeit. Ja, und? Hat aber funktioniert. Haben sich auch nicht beschwert. Ging auch schlecht, oder? Ja, aber ne, macht auch mal heute. Man kann direkt im Knast gehen. Yep. Heute wirst du direkt verklagt, wenn du das machst. Und wenn du dann noch sagst, hör mal, ich hab da so Steinzeit abgeguckt, dann weiche ich nicht direkt noch ein. Genau. Yes. So, dann packe ich mal den Spawn. Ja, so ein Upload hätte ich auch mal gerne, 30 Mbit, aber bei Unity Media ist das immer schwierig, sowas zu kriegen. Ich glaube, das haben die sogar abgeschafft, wenn ich das richtig gelesen habe letztens, dass du diesen Booster kriegst.
Ne, 10 Mbit Upload müsste ich haben. Der Booster war nämlich auf 20. Und da das leider vom Vermieter hier vorgegeben ist, kann ich auch nicht zur Telekom oder so. Könnte ich schon, sicher, aber alles gut. Solange es funktioniert, ist alles gut. Genau. Mobfarm. Ach, ich wollte den. Wie viele Dinge sind Draconic? Oh, wir haben 28, das ist schön. Gefällt mir. Na gut, ob der Strom reicht. Für den Grinder? Auf jeden Fall. Der killt ja nur, wenn ein Mob da ist, ne? Zieht der Stunden. Der funktioniert ja normal so mit Kohle. Ach so, okay. Kann. Du kannst den mit Strom anschließen oder mit Kohle anschmeißen. Der killt ja auch den Wizard. Ja, na dann. Das ist nämlich das Schöne. Jetzt haben wir irgendwie mal einen Teil, was wirklich den Wizard killt. Sofort killt. Sehr gut. Nicht erst 30.000 Laser brauchen. Ja. Ja, Lord, genau. So musst du dann machen. In die Disco gehen, eine umhauen und dann am Arm klemmen. Das ist gut. Ah, das ist schön. wir brauchen aber auf jeden Fall Rubber, weil die Conveyor Belts, die brauchen sehr viel Rubber. Okay. Wir haben keinen. Nein, wahrscheinlich, war klar. Irgendwie wusste ich das. So, Rubber brauchen wir auf jeden Fall. So, dann stecken wir die mal ab, ja, wenn ich mal Blöcke hätte. Geschäftskundenanschluss, ja. Aber musst du dafür nicht selbstständig sein? Wäre jetzt meine Frage. Also ist auch eine ernste Frage. Das weiß ich nämlich nicht. Also ich kann mich jetzt irren, aber ich meine, da musst du selbstständig für sein. Um den zu kriegen. Da ist die Mitte. Drei, machen wir 4 Abstand, oder? 4? Ah doch, ich glaube 4 ist okay. So, dann hier so. Ziemlich groß im Opfer eigentlich, aber egal. Nicht kleckern, klotzen. So. Genau. Ja, und dann in der Mitte kommt der Spawner hin, genau. Oder die Spawner, obwohl wir können da doch so traubenförmig die Spawner machen, sogar wenn du genug Abstand hast zur Wende. Okay. Wenn dir ein ME-System fehlt, ja und dann? Dann bau dir eins. So. So, jetzt kann der allwissende Chat mal helfen, weil das ist mir entfallen. Wie weit kann ein Spawner spawnen in allen Richtungen? Ich glaube 3 Blöcke. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr genau. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Lucky Loser. Jo, gute Nacht. Achso, du meinst auf dem World Server. Da fehlt mir einiges immer. Hier, der Drill, der ist geil, Lord, den ich dir jetzt zeige hier. Der fehlt. Der wäre cool. Von Actual Editions. Genau. Also ich meine, ein Spawner kann 3 in alle Richtungen. Das ist die Spawn-Reichweite. Oder war es 5? Aber ich meine, es waren 3. Dann weiß doch bestimmt jemand, der jetzt gerade noch im Stream ist. Bestimmt weiß das jemand. Weil ich will jetzt eigentlich googeln. Also der Drill, der ist echt cool. Der kann, ich glaube, 5x5 kann abbauen, ne? Oder? Das kann man 5x5 updaten. Obwohl, weißt du, was noch geiler ist? Kennst du den Staff of Power? 9x9? Nee. Ne, kennst du nicht? Der kann 9x9 abbauen. Okay.
9x9x9 kann er abbauen. Direkt mit allen Dingen. Guten Abend, verpeilt. Verpeilt, schöner Name. bin ich auch öfters. Den Staff of Power, den kennst du nicht von Draconic? Also ich kenne von Draconic eigentlich nur das Problem am Staff of Power ist einfach, wenn du den aus Versehen falsch eingestellt hast und benutzt, kann dann sein, dass deine Basis ist. Ja. Du kannst mal den Safe-Mode anmachen, dann baut er nur Blöcke ab, die halt keine Maschinen sind oder so. Aber 8 Blöcke reicht, bist du sicher? 8 Blöcke? Nee. 8 Blöcke in allen Richtungen ist. Nee. Weil, Moment, ich google. ich meine 3 oder 4 waren es. Monster Spawner. Offiziell Minecraft Wiki. Ja, der Spieler muss in 16 Blöcken. Unter 8 Lichtlevel, weiß ich auch. In einem 9x9 Block. Bereich, in einem 9x9 großen Bereich, wo in der Mitte der Spawner sitzt, also im Zentrum. 9x9? Ernsthaft? Das ist ja so groß wie so ein Feld. Ja. Obwohl, das stimmt doch. Da sind 4 in alle Richtungen. 9x9. 5 ist die Mitte. Und dann 4 in alle Richtungen. 4. Passt. Schön. Habe ich doch. Das ist, wusste ich doch. Habe ich schon im Unterbewusstsein gewusst, dass das 4 war. Also ich kann dir sagen, der Staff of Power, der ist echt gefährlich. Wenn du den aus Versehen falsch eingestellt hast und Safe-Mode raus hast oder so. Also ich habe schon einige Videos gesehen, da haben die Leute ihre ME-Systeme gekillt und alles. Weil der baut, wie gesagt, der baut bis zu 9x9x9 ab. Also der ist echt mächtig, der Ding. Und der ist rasend schnell. Das wäre natürlich bei World richtig cool, so ein Teil. Da hast du in so einen Berg innerhalb von einer halben Stunde hast du den Berg weggeradiert. Oder sagst du, ich hebe mal kurz eine Höhle aus. 10 Minuten später, den ganzen Berg ausgehöhlt. Womit bauen wir denn den Spawner? Basalt? Was haben wir in der Marble da? Marble, gar nichts, schön. Ach, doch so viel. Also im ME-System nicht, ich glaube hier oben ist. 604. Marble passt aber zu Bix eigentlich nicht, ne? Ja. Was haben wir denn hier überhaupt an Blocks, Factory Blocks haben, oder was können die denn? Obwohl, die sind, eigentlich sind die scheiße. Die meisten. Factory Blocks, Laboratory Blocks, die sehen schon eher cool aus, aber Factory Blocks bin ich nicht so erbaut von den Dingern eigentlich. Oh, es gibt aber neue. Megazell-Batterie gibt, cool. Okay. Und es gibt neue Blöcke. Schön. Gibt aber Laboratory Blocks auch noch. Laboratory. Oh, das könnte man für die Ecken nehmen. Moment. Da wollen wir doch mal was von bauen. Ach Lord, das habe ich schon hingekriegt mit einem Big Change Cube. Wie der Schwabel mir da einfach sagen, guck mal, die Folge von Ozone 2, die hieß, glaube ich, der Schwabe sprengt die Welt, meine ich, hieß die. Ja. Guck die so mal an. So sah das bei mir auch aus, Guck die mal an. Das ist ein Krater. Oder die letzte Folge von Ozone 1. War das Ozone 1, wo ich die Welt in die Luft gesprengt habe mit Nukes? Ja. Ja, da war die letzte Folge von Ozone 1, ja. Da habe ich die Welt mit ein paar Nukes in die Luft gesprengt. Guten Abend, Alex737. Guten Abend. Jetzt werden sie alle wach, ey. Gibt's ja gar nicht.